Behind His Mask. Eine Steckspan-Fanfiction von Drachenmädchen. Kapitel 29. Point of View. Stegi. Sofort wurde ich von den kalten Wassermassen umschlossen. Augenblicklich durchströmte mich eine Kälte. Das Wasser war wie kleine Eiskristalle, die sich überall auf meine Haut zu setzen schien. Um mich herum war es dunkel. Nur über mir konnte ich Licht ausmachen. Ich musste locker 2 Meter unter der Wasseroberfläche sein. Gedämpft drangen die Stimmen meiner Mitschüler zu mir herab. Sie hatten aufgehört zu lachen, schienen sich aber dennoch im Brunnen zu befinden und über irgendwas zu unterhalten. Die Kleidungsstücke hingen nass und schwer in meinem Körper, schienen mich immer weiter nach unten ziehen zu wollen. Mein Gehirn schien wie leergefegt. Ich war nicht fähig nachzudenken. Der einzige Gedanke, der mir in diesem Moment kam, war wirklich unpassend. Ich dachte nur daran, dass es ja gut gewesen war, das Handy auf der Brunnenkante abzulegen, sodass es jetzt noch lebte. Ich spürte nur die eisige Kälte um mich herum, spürte den Luftmangel, der sich anbahnte, die Dunkelheit um mich herum. Ich wollte nach Luft schnappen, doch stattdessen nahm ich, natürlich, ein Schwall Wasser in den Lungen auf. Ich verschluckte mich, mein Körper schien sich zu krümmen. Ich hatte das Gefühl zu ersticken. Meine Lungen zogen sich zusammen. Ich sah nochmal nach oben. Die Stimmen waren inzwischen verstummt und 3 der Jungen hatten sich über den Brunnen gebeugt und schienen fast schon ein bisschen besorgt hinabzuschauen. »Was, wenn er nicht schwimmen kann?« hörte ich gedämpft die Stimme von Noah zu mir durchdringen. »Wäre das so schlimm?« Henriks Lachen klang falsch. »Er kann schwimmen«, meldete sich eine dritte, tiefe Stimme sofort. »Tim.« »Und natürlich, ich konnte schwimmen. Wir waren zusammen im Schwimmbad gewesen. Er hatte mich schwimmen sehen.« »Wieso kommt er dann nicht einfach hoch?« fragte Anton. »Ich weiß es nicht«, vernahm ich wieder Tims Stimme und sah, wie er sich weiter über den Brunnen beugte, vermutlich um etwas erkennen zu können. Und in dem Moment fanden meine Augen seine. Er schien mich nicht zu sehen, aber ich meinte leichte Besorgnis in seinen Augen zu erkennen. Vielleicht war es das, was mein Gehirn wieder dazu brachte, anzuspringen. Verzweifelt begann ich, meine Beine zu bewegen. Ich strampelte und machte große Schwimmzüge. Die Luft in meinen Lungen wurde immer weniger. Ich hatte das Gefühl, jemand würde mir die Kehle zudrücken. Und dann erreichte ich die Oberfläche. Kühle Luft empfing mich und ich schnappte mehrmals nach Luft. Mein Körper zitterte und meine Zähne klapperten unerbittlich aufeinander. Die Jungen nickten sich kurz zu und gingen dann vom Brunnen weg. Ich spürte, wie die Kleidung schwer an mir zerrte und streckte meine Arme nach oben, um an den Rand des Brunnens zu kommen, nur um feststellen zu müssen, dass ich zu klein war. Panisch schlug ich mit den Beinen aus, versuchte irgendwie den Rand berühren zu können. Leise hörte ich die sich entfernenden Schritte meiner Klassenkameraden, als ein Handy zu klingeln begann. »Geht schon mal vor, ich muss da kurz dran«, vernahm ich die tiefe Stimme Tims. Schritte entfernten sich und ich vernahm, wie Tim ans Handy ging. Die Kälte schien mich in sich einzuschließen. Es war, als würden meine Glieder einfrieren. Die Klamotten zogen mich immer wieder unter die Wasseroberfläche. Panik überkam mich. Ich schnappte nach Luft, als ich wieder durch das Wasser in die Luft kam. Meine Hände suchten in der Mauer nach Halt, doch sie rutschten immer wieder ab und selbst wenn, hätte ich vermutlich nicht mal genug Kraft gehabt, um mich aus dem Brunnen zu ziehen. Wieder wurde ich unter Wasser gezogen. Verzweifelt trat ich aus, doch es war, als wäre ich eingefroren. Hilfe! Meine Stimme klang krächzig, als ich wieder auftauchte. Meine Hände glitten erneut an der Wand ab. Bitte. Es war kaum mehr als ein Flüstern. Meine Kräfte schienen endgültig weg zu sein. Und dann umschloss mich wieder das kalte Wasser und alles wurde schwarz. Blinzelnd schlug ich die Augen auf. Licht kam mir entgegen. Sofort kniff ich sie wieder zu.
Als ich sie wieder öffnete, bemerkte ich, dass ich in meinem Bett lag. Mein Kopf pochte schmerzhaft. Was war passiert? Wie war ich hierher gekommen? Tims Stimme, die plötzlich ertönte, ließ mich zusammenzucken. Die Ärztin sagt, du hättest fast seit einer Woche nicht viel mehr als 2 Brote gegessen und würdest totalen Schlafmangel haben. Verwirrt suchte ich nach dem Braunhaarigen und entdeckte ihn schließlich im Fenster sitzen und nach draußen schauen. Deswegen hattest du keine Kraft mehr und bist umgekippt. Er drehte den Kopf und sah mich aus zusammengekniffenen Augen an. Wieso isst du so wenig? Ich schluckte, zuckte mit den Achseln, woraufhin der Ältere schnappte. Weißt du, mir ist es vollkommen egal, wie viel du isst oder ob du deswegen umkippst, aber unsere astotale Lehrerin war der Meinung, dass ich auf dich aufpassen muss, weil wir in einem Zimmer sind. Er schnappte wütend. Weißt du eigentlich, wie sehr du mich nervst? Junge, du kannst so wenig essen, wie du willst, solange du nicht nochmal umkippst. Da habe ich nämlich absolut gar keine Lust drauf, ob du es glaubst oder nicht. Ich mag es nicht besonders, Krankenschwester zu spielen. Ich senkte den Kopf und nickte kurz. Weswegen isst du denn jetzt so wenig? Erneut zuckte ich mit den Schultern. Tim verdrehte die Augen. Glaub nicht, dass ich dir abnehme, dass du das nicht weißt. Ich schluckte. Hatte keinen Hunger, antwortete ich schnell. Der Braunhaarige ließ ein freudloses Lachen hören. Kein Mensch hat so wenig Hunger. Ich senkte den Blick und biss mir nervös auf die Unterlippe. Tim seufzte laut auf. Ach, egal. Du machst das doch sowieso nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich traute mich nicht, ihn anzusehen. So groß war die Angst vor seinem Blick, wie er mich ändern würde, was er von mir dachte. Die Angst, dass er erkennen würde, dass ich all das tat, um seinen Worten entkommen zu können. Du bist echt komisch. Seine Worte überraschten mich. Da war nichts Beleidigendes in seinem Ton. Es war bloß eine Feststellung. Ich hob meinen Kopf leicht an und musterte ihn kurz. Er schien nicht wirklich anwesend zu sein. Sein Blick war nach draußen gerichtet. So harmlos. Als hätte er meine Gedanken gehört, drehte er sich ruckartig zu mir um. Seine dunklen Augen trafen meine und wieder einmal schien die Welt stillzustehen. Dann unterbrach er den Blickkontakt und stand auf. Auf der Türschwelle blieb er noch einmal stehen und wandte sich wieder zu mir. Weißt du, es ist seltsam. Du bist so verschlossen. Niemand kann sehen, was in dir vorgeht. Und trotzdem wirktest du damals, in der Woche. Du wirktest offen, so fröhlich. Und weißt du, was noch komisch ist? Du fängst an zu weinen, wenn ich Sachen zu dir sage. Aber du bleibst stark, wenn du so starke Wunden hast, dass du fast ohnmächtig wirst. Ich spürte seinen intensiven Blick auf mir liegen. Vom einen Moment auf den anderen schlug Tims Tonlage von verwirrt neutral zu genervt um. Vermutlich machst du das alles, um Aufmerksamkeit zu bekommen, damit du geheimnisvoll und stark rüberkommst. Das Problem ist, dass ich alles abbekomme, wenn das irgendwie die Lehrer mitbekommen. Aber ich kann dir eins sagen, Schwuchtel. Bei mir funktioniert deine Masche nicht. Du bist der erbärmlichste Mensch, den ich kenne. Ich schluckte, traute mich nicht, ihm direkt ins Gesicht zu sehen. Werd noch einmal ohnmächtig und du wirst dir wünschen, nie geboren worden zu sein. Tat ich das nicht manchmal schon? Tim sah mich an. Ich spürte seinen verächtlichen Blick. Dann trat der Braunhaarige über die Türschwelle und knallte die Tür hinter sich zu. Ich zuckte bei dem lauten Geräusch leicht zusammen. Erschöpft lehnte ich mich ins Kissen zurück und schloss die Augen. Wieso war Tim so zu mir? Erst wirkte er normal, ja fast schon besorgt. Dann war er plötzlich das komplette Gegenteil. Er war kalt und wütend. So unfassbar hasserfüllt. Ich glaubte, ich würde den Braunhaarigen nie verstehen. Und weil ich meistens nicht weiß, was ich von dir denken soll, würde ich am liebsten aufhören, überhaupt an dich zu denken. Kapitel 30.
Ich musste eingeschlafen sein, denn ich fuhr irgendwann aufgrund von lauten Schritten hoch. Alleine an der Schwere und der Art der Schritte konnte ich schon erkennen, dass es nicht Tim war, der in mein Zimmer kam. Verwirrung überkam mich. Wer sollte sonst ins Zimmer kommen, wenn Tim nicht da war? Was, wenn jemand kam, um mich in Ruhe fertig machen zu können? Als sich jemand an meine Bettkante niederließ, riss ich panisch die Augen auf. Im ersten Moment konnte ich nichts sehen. Ich blickte in pure Schwärze. Psst, flüsterte jemand neben mir. Alles gut. Die Stimme war angenehm. Irgendwie kam sie mir bekannt vor, aber ich konnte nicht sagen, woher. Meine Augen brauchten einige Sekunden, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Das Erste, was ich dann sah, waren strahlend dunkelblaue Augen, die mich anzulächeln schienen. Jay. Hallo, formte ich mit den Lippen und schenkte dem Schwarzhaarigen ein kleines Lächeln. Dieser grunzte zurück. Hey, tut mir leid, hab ich dich geweckt? Schnell schüttelte ich den Kopf, obwohl er das getan hatte. Aber bei ihm war es mir egal. Eine Weile lang sahen wir uns bloß an. Keiner wollte den Blick vom anderen abwenden. Nach einer Weile erhob Jay wieder die Stimme. Ich habe gehört, dass ein Junge ohnmächtig geworden ist. Nach einigen Nachforschungen habe ich erfahren, dass es jemand aus diesem Internat war. Angeblich ein kleiner blonder Junge. Das warst du, oder? Zögernd nickte ich. Was, wenn ihm jemand erzählt hatte, wie wenig ich aß? Er würde mich für einen Freak halten. Wie geht es dir? Fragte der andere weiter, woraufhin ich den Kopf leicht hin und her wiegte und bestmöglichst lächelte. Jay schien in der Dunkelheit die Fälschung nicht herauszusehen. Oder er merkte, dass ich nicht darüber reden wollte. Zumindest beließ er es dabei. Aber Jay musste kurz grinsen. Du bist nicht etwa wegen meiner Nachricht ohnmächtig geworden? Ich musste ebenfalls grinsen, als ich an das Letzte aus unserem Chat dachte. Weil ich dich süß finde. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen komisch, dass ich komme. Immerhin kennen wir uns erst seit einem Tag. Aber irgendwie habe ich mir Sorgen gemacht. Jay lächelte mich unsicher an und selbst ohne Licht konnte ich den leichten Rotschimmer sehen, der sich über seine Wangen zog. Süß. Als Antwort grinste ich bloß leicht. Jay wirkte erleichtert. Willst du lieber schlafen? Immerhin hast du heute ziemlich viel durchgemacht. Ich schüttelte den Kopf, musste aber gleichzeitig gehen, was meine Aussage nicht gerade bekräftigte. Der Schwarzhaarige musste lachen und bei seinem tiefen, schönen Lachen jagte mir ein winziger Schauer den Rücken hinab. Soll ich gehen? Fragte er und ich fragte mich, wie er es schaffte, dabei nicht im mindestens vorwurfsvoll zu klingen. Ich schüttelte erneut den Kopf und, keine Ahnung, woher ich den Mut plötzlich nahm, griff ich nach Jays Ärmel und zog ihn zu mir. Der andere verstand. Langsam ließ er sich der Länge nach neben ins Bett fallen. Ich spürte, wie er ein wenig an der Bettdecke zog, die ich bis dato fest umklammert hielt und lockerte diese ein wenig. Sofort kroch Jay neben mich darunter. Ich konnte seinen Körper niemit nur zu deutlich spüren. Sofort merkte ich, dass Jays Körper nicht sehr warm war. Im Gegensatz zu Tims, der mich immer sofort gewärmt hatte, und es ärgerte mich jetzt ungemein, dass ich die beiden so verglich. Schließlich fühlte ich mich gerade eigentlich sehr wohl. Es war verrückt und wir kannten uns einen Tag und doch fühlte ich mich so wohl bei ihm wie bei lange keinem mehr. Ließ man mal Palle und Tim in der Woche aus. Schon wieder im Halbschlaf spürte ich, wie der Ältere sanft seinen Arm um mich legte. Ein wohliger Schauer überkam mich. Es tat verdammt gut, Jay bei mir zu wissen. Als ich das nächste Mal aufwachte, war es immer noch nicht hell geworden. Ich wusste nicht genau, was mich geweckt hatte, denn es war stockdunkel. Mit einem sanften Lächeln blickte ich zu Jay, welcher immer noch neben mir lag. Seine dunklen Haare hingen ihm verklebt ins Gesicht und seine Augen waren geschlossen. Dunkle, dichte Wimpern bedeckten seine Augen. Sein Mund war leicht geöffnet. Er atmete tief ein und aus, wodurch sich seine Brust sanft hob und senkte. Ich ließ meinen Blick weiter durch den Raum gleiten und begegnete plötzlich dem intensiven Blick Tims, welcher auf seinem Bett saß und zu uns hinübersah. Seine braunen Augen waren leicht zusammengekniffen, die Augenbrauen nachdenklich zu Falten gezogen.
sein Mund ein schmaler Strich. Einige Sekunden lang starrten wir uns bloß gegenseitig an. Dann erhob er seine Stimme. »Dieser Typ scheint dich ja zu mögen.« Mit dem Kinn machte er eine Bewegung in Jays Richtung. Verwirrt sah ich ihn an, blickte kurz zu Jay, welcher zugegebenermaßen ziemlich nah an mich herangerutscht war. »Ist er dein Freund?« Ich konnte mir nicht helfen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass bei dieser Frage eine leichte Eifersucht mitschwang. Stumm schüttelte ich den Kopf. Tim hob ungläubig eine seiner Augenbrauen an. »So nah wie der an dich herangepresst liegt? Und das soll ich dir glauben?« Er ließ ein Lachen hören, welches sich unglaublich gekünstelt anhörte. »Wie lange kennst du den Typ?« Er sah mich zweifelnd an. »Das war doch heute dieser, der uns in die Skihalle eingewiesen hat. Du kennst ihn also erst einen Tag. Dein Ernst?« Tim wirkte genervt. »Ich wusste ja immer, dass du ziemlich leichtgläubig und dumm bist. Vielleicht auch hässlich und fett, aber nicht, dass du eine solche Schlampe bist, die sich so schnell auf Leute einlässt.« Eine Weile lang sah er mich nur verächtlich an, sagte aber nichts. »Dann, aber irgendwie passt es ja zu dir.« Stumm sah ich ihn an, versuchte mir nicht anmerken zu lassen, wie sehr mir diese Worte wehtaten. »Ihr seid wirklich zusammen, oder?« Er wirkte fast verwirrt, vermutlich, weil ich nichts zu seinen Vorwürfen gesagt hatte. Erneut schüttelte ich den Kopf. »Du kannst reden, Schwuchtel.« Ich schluckte kurz, senkte den Blick. Ich wollte sprechen, doch es war, als würden die Worte mir im Hals stecken bleiben. Es war, als wäre das Vertrauen zu ihm auf einmal verschwunden. Ich, selbst das einzelne Wort kratzte in meinem Hals. Bin nicht mal schwul. Tim verdrehte die Augen. Verarschen kann ich mich selber. Ich biss mir auf die Lippe, wandte den Blick ab. Ich konnte, wollte Tim nicht mal ansehen. Es tat weh. Weißt du eigentlich, wer mich aus dem Brunnen gezogen hat? Brachte ich irgendwann heraus und warf einen ganz kurzen, vorsichtigen Blick zu Tim. Dieser hatte den Blick zum Boden gerichtet. Anscheinend hatte er die Frage gar nicht mitbekommen. Ich seufzte leise und legte den Kopf dann wieder auf dem Kissen ab, als Tim plötzlich ein einzelnes Wort von sich gab. »Ich.« Überrascht fuhr ich hoch, seinen Braunhaarigen mit aufgerissenen Augen an. »Wieso?« »Wieso?« Tim lachte auf. »Weil...« Er stockte. »Weil...« Er unterbrach sich. Sein Blick blieb kurz an mir hängen. »Ich... konnte dich doch nicht ertrinken lassen«, murmelte er schließlich ganz leise. Immerhin, den Rest konnte ich nicht wirklich hören. Ich verstand nur, dass er etwas von unserer Woche sagte. Eine unerklärliche Wärme stieg in mir auf. Ich erwiderte nichts auf Tims Worte, denn ich hatte eher das Gefühl, dass ich sie nicht mehr hätte hören sollen. Plötzlich sah Tim wieder auf. Sein Blick war kalt geworden. Aber vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. Autsch. Von wegen, du bist keine Schwuchte. Jeder kann sehen, dass du schwul bist. Alleine wie du immer die Jungs anstarrst, als würdest du sie am liebsten gleich vergewaltigen wollen. Er schüttelte sich kurz. So ekelhaft. Ohne etwas zu sagen, schüttelte ich den Kopf. Schluckte. Wie schaffte er es immer so schnell, alle Hoffnung, dass auch nett sein konnte, wieder zu zerstören? Und wo wollte er überhaupt wissen, dass ich homosexuell war? Ich war 100% sicher hetero und stand somit auf Mädchen. Okay, vielleicht nicht hundertprozentig, aber schon ziemlich sicher. Ich meine, klar, ich hatte noch nie eine Freundin gehabt. In den letzten 3 Jahren hatte ich nicht einmal daran gedacht und davor war ich wohl zu jung gewesen. Allerdings hatte ich auch noch nie einen Freund gehabt und daran noch weniger gedacht als eine Freundin. Nur das eine Mal. Das Mal nach einem Kuss. Dem Kuss hatte ich darüber nachgedacht.
Und als hätte er meine Gedanken gehört, meinte Tim plötzlich. Du erwiderst Küsse von Jung. Natürlich bist du schwul. War ich wirklich schwul? Der Kuss war toll gewesen. Natürlich. Wobei, was heißt natürlich? Jeden Normaljungen hätte er vermutlich angeekelt. Nicht aber mich. Wieso? Ich hätte nie gedacht, mal überhaupt einen Jungen zu küssen, geschweige denn Gefallen daran zu finden. Aber vielleicht waren es ja auch die Umstände gewesen. Ich war komplett fertig gewesen, hatte meinen besten Freund gehen lassen, war glücklich gewesen, dass da überhaupt jemand war, der sich für mich interessierte. Außerdem... Du hast mich geküsst, platzte ich heraus, womit ich für einen bösen Blick seinerseits sorgte. Wieso sollte ich dann schwul sein? Keine Ahnung, woher plötzlich dieser Mut kam, woher plötzlich wieder der Wille kam, mit ihm zu reden. Vermutlich, weil ich einfach wütend war. Einen Moment herrschte bedrohliche Stimmung. Tim hatte die Hände zu Fäusten geballt, was mir zugegebenermaßen ziemlich Angst machte. Ich bin nicht schwul. Seine Stimme klang aggressiv. Sie war kalt. Er war kalt und verärgert. Ich senkte bei seiner heftigen Reaktion den Blick. Nenn mich nie wieder schwul, zischte er mich an. Hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich alleine anhand dieser Abwehrreaktion angenommen, dass er schwul wäre. Außerdem bekam ich das Gefühl in diesem Moment nicht los, dass das nicht Tims Worte gewesen waren, die er da gesagt hatte, sondern dass er die Worte von jemand anderem wiederholt hatte. Aber trotzdem, egal was war, Tim war nicht schwul. Natürlich wusste ich das. Die vielen Gerüchte und Geschichten über Tim, dem Mädchenschwarm, waren Zeuge genug. Er hatte das nur getan, um mir eins auszuwischen. Um mir weh zu tun. Und hey, es hatte geklappt. In just diesem Moment gab Jane neben mir ein Grummeln von sich. Beide fuhren wir zu dem Schwarzhaarigen herum. Doch es schien, als wäre es mir ein leises Geräusch im Schlafen gewesen. Ich drehte mich wieder zu Tim um. Doch, der Junge war verschwunden. Ich vermisse dich mehr, als ich das sagen kann. Auch wenn ich weiß, dass ich dir egal bin. So, schaut bei Kritzelkiste vorbei, bei Drachenmädchen vorbei, lasst Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.